Oh ja, ich sehe auch einen. Er rennt da munter rein und geht einfach mal hinterher, ne? Hm? Der war direkt hinter euch. Hä? Hallo? Wir rennen da einfach rein. Du hast schon Schlimmeres überlebt, Hulk. Du schaffst das. Nein. Ach so. Ich dachte, du hättest geschossen auf die. Entschuldigung. Nee, geschossen nicht. Verziehen wir uns, bevor noch mehr auftauchen. Müssen wir weiter? Moment, hier. Ja, ja, ich bin ja schon da. Oh, hinter uns. Oh, warte. Oh Mann! Mann, wir sind in Schwierigkeiten. Greif mal in die Kühlbox und guck, ob noch ein paar Feuer unter Marschmacher übrig sind. Und für mich ein Bier, wenn möglich. Und ist? Ich will niemanden. Wow! Wow! Bin vorne was passiert? Ja, ich bin gerade rausgelehnt. Ich kann ein bisschen was sehen. Oh, vorne uns! Vorne uns! Die Sekte besteht nur aus dir, mir, meinem Cousin Sharky und einem Haufen heißer Bräute, Mann. Wir kippen den ganzen Tag Bier und lassen es einfach nur krachen, Bro. Der Küche ist hier wohl klar, wer du in der Gruppe bist, wa? Wir sehen uns, Kumpel. Papa, was beides Affenkönigs grüner Erde meinst du bitte damit? Na, sieh mal einer an. Ihr seht ja fast aus wie Zwillinge. Okay. Wenigstens ist noch alles dran. Na gut, Deputy, du hast dein Wort gehalten. Also, ich habe ein bisschen nachgedacht. Die Senatssache ist zu viel für mich alleine. Ich brauche einen Wahlkampfmanager. Und du siehst mir genau richtig aus, um meinen Hintern ins Amt zu katapultieren. Ja, klar. Deine erste Aufgabe ist, Junior überall mit hinzunehmen, damit ich nicht mehr hören muss, wie er zu diesem gottverdammten Affenkönig betet. Okay, das kriegen wir hin. Deine zweite Aufgabe ist, gib mir Bedenkzeit. Ich geb dir dann Bescheid. Okay. Diese Flamme nicht an. Tja, Hörki Butzi. Dann müssen wir wohl. Hast du ihn schon angefordert?
Oder ist er automatisch dabei? Nee. Nu ist er dabei. Ah ja, jetzt ist er blau. So, Herky Boy. Bringt mich noch ins Grab. Yay, Herky. Ah nee, du bist ja die heiße Braut, stimmt. Meine neuen Wahlkampfleiter. Ach, Schnauze. Niemand kennt Montana wie ich. Ja, dann. Alles klar, ich bin zu Hause. Ja, 58 Dollar ist nicht so. Ja, ich wollte gar nicht aufs Dach. Ich wollte immer noch nicht aufs Dach. So, okay. Auf dem Dach ist nichts. Herk ist jetzt auch auf dem Dach, okay. Okay. Ganz schön schnell laufen, wenn er will. Hui. Jum. So. Was haben wir denn hier? Irgendwas. Ruf der Wildnis. Hier in der Nähe haben wir noch so einen. Diesen Dings. Ne? Zerstöre die. Hast du ja nicht gesehen. Beacon-Dinger. Mhm. Mhm. Aber relativ dicht. Nur 800 Meter weit. Ich kann einigen nie das Wort abschießen zu benutzen, wenn es um Waffen geht. Ehrlich gesagt, vergessen wir das Wort besser gleich. Okay, schieß dich ab. Würde mich, jetzt mal interessieren, ob ich den Beacon mit Herk abschießen lassen kann. Der Junge war schon in der ganzen Welt und hat trotzdem nichts gelernt, außer Dinge in die Luft zu jagen. Falls er dir irgendwelche Hirngespinste über abgerichtete Affen erzählen will, ignoriere ihn einfach. Was denn? Aber, das sind doch die besten Geschichten. Ist das so ein Unfall? Affen? Was will er? So lange kein Dynamit von Packe sein. Ah, ja, die Affen. Ach ja, wieder beim Fluss. So. Da gab ein Reh vom Himmel gefallen. Ah ne, ein Vogel. Man sagt nach, es ist viel sonniger, wenn keine Wolken da sind. Hat er gerade gesagt, es ist viel sonniger, wenn keine Wolken da sind? Ja. Ich hab's einfach mal gehofft, dass ich's verstanden habe, aber nein, hab ich leider nicht. Ich sehe schon, wir sind uns einig. Ich wurde eh nicht so dicht auf die Kölner Rücken wegrutscht. Ach, ich bin schon voll. Oh, ich könnte mir eine neue Hose kaufen. Warte, das mach ich erstmal. Habe ich irgendwo ein Fahrzeug? Ich möchte auch wieder andere Klamotten haben. Jetzt bin ich noch als Deppi rumgelaufen. Was haben wir denn? Hier, das übliche. Was haben wir hier? Fallensteller. Fallensteller ist auch. Ich mische mich unter das Volk. Merkt keiner. Schlecht. Also eine schöne dreckige Hose. Das ist okay. Ja, es war auch komplett unauffällig gerade. Hab gehört, du hast an der Wolfsdam gekämpft. Wenn das hier vorbei ist, hole ich mir eine Flasche aus dem Geheimvorrat meines Papas und dann schießen wir beide uns so richtig. Tja. Tja. So, zum Standard. Wo bist du denn? Ich versuche gerade irgendwie einen Weg auszukundschaften, wie wir überhaupt hinkommen. Idi. Komm einfach. Ja, aber dann verpassen wir diese ganze wunderschöne Landschaft. Ah, okay. Hier ist eine Sackgasse. Oh. Okay. Ah. Wo ist denn hier ein Heli? Da. Da kommen wir nicht hin. Ja. Machen wir hier so. Das war nämlich ein noch nicht Schnellreisepunkt war das gewesen. Aber der ist hier in der, ganz in der Nähe. Dann können wir daraus einen Schnellreisepunkt machen.
So, und zwar müssen wir dahin. Da ist nämlich ein Helipad. Oh, da waren wir noch gar nicht. Nope. Oh. Springen tue ich lieber nicht. Das geht schief. Oh fuck. Ich geh einfach mal drüber weg. Oh Gott, oder auch nicht. Ich lande mittendrin. Hallo. Oh, da wurde es entdeckt. Ach, da sind Gegner. Okay. Ich hätte gehofft, der falsche würde mich etwas weiter tragen. Lass mich doch looten hier, Mensch. Seh zu, wie ich in Fahrt komme. Ich geh voll ab. Tanzen ist gleich im Kampf. Wow! Oh, du. Hast du? Was machst du denn? Alter! Ich hab die Fahrerin weggeschossen, aber das Ding kommt direkt auf mich zu. Ich musste gerade mal eben über das Ding drüber springen. Oh, hier kann man rein. Oh, was hast du hier abgeknallt? Noch ein Elch? Doch, hier liegt ein Elch zum Plündern. Hab ich aber nicht abgeknallt. Egal, ich glaube, ich habe gerade meine Herausforderung gekriegt. Aber nicht mehr. Vielleicht haben die den kurz vorher abgeschossen. Das kann sein. Oh ne, nicht schon wieder ein Flugzeug? Ne, hinter uns ist ein Krat. Wahrscheinlich mal einer, der... Ne, den wollen wir nicht. Wir wollen einen anderen, bitte. Oh, sieh mal, Bösewichte! Oh, scheiße. Oh, sieh mal, Bösewichte. Ja. Rücklieb knallt! Er hat Spaß. Ja, das ist komme. Kann schnell laufen? Mal gucken, ob der einsteigt. Ja. Ja, er ist drin. Du fährst ihn bis auf. Oh, wo muss man hin? Ich zeig dir das. Wir müssten dahin. Was ist denn das da oben? Ist das der linke oder der rechte von den beiden? Wie? Weil hier oben ja gleich zwei Straßen sind. Da sind sie ja! Achso, von den oberen auf der Map ist das der rechte. Ah, okay. Keine Ahnung, wer das so gesehen hat, aber das finde ich. Oh nein, hört jetzt an der Minigun. Ganz schlecht. Okay, hau rein! Ich markiere mal den anderen. Der ist das, ne? Ja, da. Das ist dann der letzte. Achso, siehst du, der eine Quest für Timmy müssen wir auch noch abgeben, fällt mir gerade so ein. Ah, nee, wir müssen erstmal die Kriegsopfer rausholen. Ja. Stimmt, da. Ich sehe gerade. Na, können wir es noch? Ja. Ich wollte gerade sagen, was kenne ich? Also, ja, ja. Ja, ich höre es gerade. Echt? Ja. So. Sag mir Bescheid, wenn ich die Markierung wegnehmen kann. Oh, da kannst du wegmachen, Leute, schon. Okay. Da müssen wir dann eine kurze Zwischenlandung machen, weil da gibt es Baseballkarten. Jan? Yeah. Ja. Yibi! Yibi! Akustische Wölfs... Was? 1 von 6? Was? Wie jetzt? Nee, hier jetzt nicht landen. Ich habe den Punkt markiert, wo wir am besten zwischenlanden, wegen der Baseballkarte. Wie jetzt? Sind jetzt neue aufgetaucht? Keiner Spoiler, es gibt mehr als 4. Ja, jetzt müssen wir 6 machen. Es gibt insgesamt 10. Toll. Gab ja auch 10, was waren das, Silos? Kannst du dann überhaupt in der Nähe landen? Was sollen wir denn da machen? Die, Baseballkarte holen. Achso, okay, ich dachte, wir sollen da irgendwie rein. Dann können wir nö, nur Baseballkarte holen. Oh! Okay. Was ist los, Küsi? Frust?
Ich habe nur den Penny gesehen, dachte mir, komm, die knallen mal ab. Okay, ich steig mal aus. Oh, gut. Nice. Die Worte des Vaters. Ich kann hier nicht bleiben, Amigo. Wir schießen drauf los. Ich hab das gestreut. Da ist irgendjemand gestorben. Jetzt ist der, die das tot. Okay, Baseballkarte hast du, ja? Ja. Und ansonsten, warte mal, hier hinten, was ist unterwegs? Waffen, Munition, Klapperschlange. Hier ist irgendwo eine Klapperschlange. Oh ja, ich bin auf Dach, genau. Nice. Ach, auf dem Dach? Okay. Nee, nicht im Dach. Schade, ich hätte jetzt Herc gerne mal auf die angehen. Okay, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Nein. Da kann man eigentlich keine Schlangen suchen. Hm. So, und cool. Oh nee, komm. Nee. Was denn? Würdest du wieder auch. Hallo? Tschüss. Ah! Was? Nein! Hilfe, ich werde entführt! Herc, was soll das? Wo bringst du mich hin? Okay. Mit die. Ja. Wird gemacht. Muss nur runterkommen. Boah. Ah, ja, Mann. Ja, ja, eben. Du steigst aus, damit er auch aussteigt. Ja. Hey du Arsch! Darauf hat er nur gewartet, der Drecksack. Oh, oh, oh. Da ist ein böser Hubschrauber. Wenn du jetzt mit dem G hier hindurst, muss er hier wieder landen. Du bist der Arsch! Und am besten dann nochmal markieren, damit er vielleicht woanders zu Fuß hingeht. Okay, also er wird jetzt hier landen. Ja. Und ein bisschen, sobald er gelandet ist, noch ein paar Mal markiert, der Stadt dann. Jetzt 30 Meter weiter. Wieso? Wir können uns ja theoretisch noch weiter reinsetzen. Wir können uns weiter. Okay! Bevor wir abgeben. Ich bin bei dir! Ja, das ist gut! Schade. Eben anders funktioniert das. Ich versuche nur gerade das G gedrückt halten, damit er mir hinterherläuft. Aber erstmal landen am besten. Ja, und dann irgendwo anders gucken, dann können wir noch nicht mehr hin. Wir können ja leider nicht direkt hinter dir. Nein, warte. Immer gern! Ich steig jetzt auch ein und dann markieren wir die Stelle, dann fliegt er uns dann da eben hin. Okay. Ist schon kein Ding. Riecht der einfach weg, ihr Penner! Der hat nur darauf gewartet, weißt du? Wo hat der denn die Hände? Alter, bleibst du mal unten? Ich wollte eigentlich ganz gerne, ich weiß nur nicht, ob das jetzt eine schlaue Idee ist. Ach komm. Guck mal, hier so ein Prepper-Stash, oder? Wir machen das. Ja. Gut, wir erledigt! Willst du den Bunker machen? Nein. Achso, ja, den Bunker, ja. Oh Gott. Oh Gott. Warum fliegt der in so knapp an den Bäumen vorbei? Weil das kann. Hoffe ich. Diese Waffenkammer ist eine verdammte Festung, in
in der es vor Peggys nur so wimmelt. Jacobs Schlüssel bringt dich da rein, aber das ist noch der leichte Teil. Die werden auf dich vorbereitet sein. Eli hatte irgendwelche Pläne von diesem Ort. Ich versuche mal rauszufinden, wo sie Pratt gefangen halten. In der Zwischenzeit ist Vorsicht angesagt, Deputy. Ihr wurde für einen sehr besonderen Zweck. Los geht's! Einen sehr wichtigen Zweck. Ja, vollständig. Oh, ich bin übrigens gerade gestorben. Nein, wo bist du? Hinter dir. In die Position! Hinter dir, Eier! Ah! Ich bin in Position! Das hat jemand gesehen, auf jeden Fall. Sag's nicht, Papa! Egal! Sag's nicht, Papa! Ah, da wären wir! Wo versteckst du dich? Aber vermutlich nicht in der Reihenfolge. Da wollte ich hoch. Das war eine böse Landung. So, ich gehe mal kurz umsehen. Meine Kinder! Da unten! Meine Ausrüstung. Mist, ich hätte ja eigentlich Herc einfach. Nein! Achso, Herc braucht nicht gekillt. Nein, Entschuldigung. Alter! Ich kann mich hier nicht drüber lehnen. Er klettert sofort immer die Treppe runter. Okay, Herc hat's. Gefährlich hier unten, du. Herc hat's geschafft. Jetzt können wir auch wieder schießen. Ihr müsst die Saat der Menschheit unter Einsatz eures Lebens verteidigen. Die Tore Edens müssen versiegelt bleiben. Meine Kinder, der Feind ist stark. Aber wir werden stärker Hallo? Sein. Warum? Achso, ich muss nicht. So, ab in Garten Eden. Wo ist er? Ja, noch nicht ganz. Oh, sehr dunkel hier. Falsch gemacht. Sacrifice. Erste Hilfe? Nö. Ja, mein ein Stuss. Mann. 17 Finale. Ach, hier gibt's einen Button. Okay, ich glaube, ich hab's. Ah, okay. Sieht so aus, als wären die Gefangenen ganz unten im Bunker eingesperrt. Wenn du Pratt retten willst, musst du im Kontrollraum anfangen. Der ganze Ort ist mittlerweile sicher abgeriegelt. Solltest du es aber in den Kontrollraum schaffen, könntest du die Verriegelung mit Jacobs Schlüssel aufheben. Viel Glück. Oh, das Moment. Herc ist gar nicht mehr da. Oh, nicht. Die können gar nicht mit ihnen ausdeuten. Sag Bescheid. Ihr müsst die Saat der Menschheit unter Einsatz eures Lebens verteidigen. Die Tore Edens müssen versiegelt bleiben. Meine Kinder, okay, der eine kommt jetzt hier lang. Aber wir. Warte, ob es schon nicht gut. Hast du den anderen tot? Nur noch der Schwergerüstete ist noch da. Hier ist irgendwo ein Hahn. Oder? Nee, also zwei habe ich. Einen habe ich schon getötet. Ich würde jetzt gerade so anders in den Hahn rumlaufen würde. Ja, der ist hier hinten wahrscheinlich. Irgendwo. Oh ja, hier. Warm schweren Geschütz. Verrückung eingeleitet. Rücktüren verschlossen.
Moment. Senf. So. Komm. Ah. Erinnert euch an unser Fest. Das sind Kerzen, ich hätte da kommen wir irgendwie oder so. Oh Gott. Jacob. Ach nee, das ist ja Joseph. Ich rettete die. Aua! Er ist direkt vor meiner Nase gefahren gerade. Er ist gerade hier um die Ecke gelaufen. Direkt an mir vorbei, die Sau. Bei mir macht es nur Köpfe und dann stand er einfach da. Das ist ja dreist. Ja. Sowas können wir nicht. Liegt jemand? Rotes. Er wurde mir auch, die ganze Zeit schon angezeigt vor der Waffe, also. Wahrscheinlich ist das. Ich da ein Hund, Pferd? Wolf. Pferd? Ah. Pferd. So. Kommen Sie mal raus. Ach, guckst mal, wer da ist. Bist du echt? Nein, ich bin der Hanu, jetzt steh auf. Richtig. Das macht den Scheiße. Lass mich nicht jetzt. Es tut mir leid. Au. Er sagte, ich sei schwach. Töte mich nicht. Dass ich es verdiene. Es tut mir leid. Ja, das stimmt ja auch, aber jetzt komm mit. Richtig, ich werde dich teilen. Vielleicht. Das ist nicht so. Lass mich nicht. Ja, wirklich. Es tut mir leid. Ja, wirklich. Hey, du stehst im Wasser, Junge. Vielleicht. Hallo? Ja, hallo? Wirklich. Hallo? Du stehst im Wasser. Könntest du bitte aufhören damit? Ja. Vielleicht. Ach ja. Ja, wirklich. Junge? Alter. Ich hau dich! Okay, da darfst du, komm. Komm wieder auf, pass auf, wo du den Hammer hinschlägst, mein Freund. Vielleicht stehen wir nicht auseinander. Ah. Ja. Sie macht mich stark. Und jetzt sind sie schwach. Ja, Rambo, komm. Und die Schwachen werden gekeult. Ja, call dir mal anders jemand. Nein! Ey, Keule, komm! Können wir ihn gleich rauslassen und rausfahren? Oder wird das nicht mehr hier? Fertig? Komm jetzt weiter? Wir müssen los! Nein! Wir müssen los oder wieder saufen, ja, oder wie? Irgendwas ist es sicher. Aber die Wolfsstämme gebannt wenigstens oder so. Alle Mitarbeiter haben die Anlage umgezogen. Dieser Waffe hat Jacob genug.
Wo ist der Feuerraum? Dann kommt er halt. Wo ist er denn? Hallo, kommst du mal her, du? Der kommt schon. Der kommt nicht. Doch, der kommt. Ja, jetzt kommt er. Ich ignoriere ihn einfach. Okay. Au! Wow! Oh, Mist! Hat er gerade gesagt, nicht stehen bleiben? So kurz nachladen? Ne? Nicht stehen bleiben. Halt die Fresse. No. Entschuldigung, ich dachte jetzt, das schlägt. Ich hab noch mal kurz geguckt, wo er bleibt. Ja, interessant, wie viele Leute plötzlich stehen. Wir haben eigentlich gar keine gerettet. Wir haben nur den einen rausgeholt. Eigentlich müssten alle tot sein da drin. Ja, da war ja auch keiner drin. Und wen haben sie da alle umarmt gerade? Ach so, das hab ich. Da haben die nicht gesagt, dass der Deputy oder einer von uns und ganz viele Whitetails da drin waren? Ja, die haben wir aber auch nicht gesehen. Ja, eben. Wir haben alle auf eigene Weise zu den Whitetails gefunden. Aber der Auslöser war immer ein Verlust. Familie. Freunde. Eli hat uns etwas davon zurückgegeben. Er hat uns gezeigt, dass wir uns nur aufeinander verlassen können. Er war mein Freund. Ich habe mir erschossen. Ich war's. Ich werde ihn vermissen. Sorry. Ohne was für ihn zu tun. Ich hab die Quest vergessen. Sorry. Du bist nicht schuld. Eli weiß das. Eli dachte, wenn wir nur durchhalten und abwarten, würde Edens Geld wieder verschwinden. Doch die gehen nicht. Fuck, schön wär's. Krebs geht nicht einfach weg. Er wächst, breitet sich aus. Man muss ihn rausschneiden. Ja. Diese Peggys glauben, dass das Ende der Welt bevorsteht. Für die schon. Edens Geld endet heute. Peggy. Wir hören nicht auf, bis nicht der letzte von diesen Schweinepriestern hier an diesen Bäumen hängt. Ja! 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 Weißt du, jetzt haben sie große Fresse, wo Jacob weg ist, weißt du? Ja, ja. Und wer muss die Arbeit machen? Ach, ja. Er wieder. Meine Kinder. Ein Siegel ward geöffnet. Mein Bruder Jacob war ein Kämpfer. Er kämpfte gegen unsere Eltern. Gegen die Regierung. Auch gegen mich.
aber hauptsächlich gegen sich selbst. Die Dämonen, die er aus dem Krieg mitbrachte, verschlangen ihn. Er sah sich als eine Waffe. Ohne Zweck. Als ein Krieger ohne Vermächtnis. Aber seht euch um. Ihr seid sein Vermächtnis. Ihr alle, die ihr unsere Familie retten wollt vor dem Kollaps. Die ihr die Sünder aus unserer Heimat vertreibt. Und das werdet ihr, meine Kinder. Ihr werdet die Sünder aus unserer Heimat vertreiben. Oh, nicht mehr alle, ne? Zwei Bereiche sind schon mal geklärt. Jacobs Tod war nicht vergebens. Immer schön, wenn sich Täter als Opfer sehen. So, jetzt herrscht hier in der Gegend auch ein bisschen Ruhe, wa? Huch! Was war das für eine Szene? Eine kurze. Ah, okay. Oh, so, jetzt erstmal. Oh ja, jetzt. Jawoll! Ein paar Brötchen unter einem Teller? Das Blöde an der Nacht. Ja, cool. Okay, was soll ich machen? Wir haben hier ein paar Eier. Weißt du, was ich an dir am meisten schätze? Tomaten? Du gibst einfach nie auf, Jungschwund. Ich wette, du weißt nicht mal, was das Wort aufgeben bedeutet. Ohne Jacob und John bleibt nur noch Faith übrig. Du weißt, was zu tun ist. Dutch out. Da bin ich mal gespannt, was das für eine chaotische Tuse ist. So, ich ehre mal. Ich brauche Munition. Noch da? So, ich habe mal schnell eine Pilotenhose an jetzt. So, was machen wir noch 6 Minuten? Weiß ich nicht. Wir können ja mit dem Heli zum Pepper-Fast-Deck, was du eh schon markiert hast, hin. Ja, das können wir machen. Da ist auch irgendwas in der Nähe. Brücke am Rattlesnake-Pfad. Hey, Herc, du bist auch wieder da. Ja. Propeller, Propeller. Ja, Propeller. Propeller gibt's auch draußen. Ja, also ich wollte eigentlich sagen, der Helikopter gibt's auch draußen, ja. Ach. Propeller. Diesmal darfst du auch fliegen. Ich versuche auch, dass Herc draußen bleibt. Die gute Nachricht ist, dass du eine ordentliche Zahl dieser verdammten Wolfsköder unschädlich gemacht hast und dass der Sekte schaden wird. Die schlechte Nachricht ist, dass es anscheinend 10 von diesen Scheißdingern gibt und ich keinerlei Infos darüber habe, wo der Rest zu finden ist. Du wirst sie selbst aufspüren müssen. Was? Aber sobald die erstmal weg sind, wird das sehr dabei helfen, diese Dutchen loszuwerden. Ja, das ist der Nachteil. Das könnte man wunderbar auf der Karte sehen. Viel Glück. Ach, Mann. Oh ja, jetzt aber schnell rein. Man kann die hören höchstens, ne? Kirk ist auch da, hab ich gesehen. Also ja, ist eingestiegen. Achso, ich markiere mal kurz. Ah ne, du hast du ja schon markiert. Das Pepper-Versteck, was du markiert hattest. Das Pepper-Versteck. So, wie gesagt, es dürfte ja ein bisschen mehr Ruhe herrschen. Mhm. Viele Leute haben Angst im Dunkeln. Wie fragst du, ist das auch nichts anderes, als wenn du die Augen zumachst? Du bist ja ganz schlauer. Was hat er gesagt? Manche Leute haben Angst im Dunkeln. Dabei ist es doch auch nichts anderes, als wenn man die Augen zumacht. Das war mal krass.
Alter, wie so ein Kind auf dem Rückbank. Jetzt lass mal weiter! Genau. Mach's mal! Bin halt! Vorsicht, deine Eltern haben beides Knarren und die können dir... Naja, okay, lassen wir das. Die können dich dazu überreden, leise zu sein. Oh, guck mal, guck mal. Oh, cool. Machen weg. Das ist ja schön, aber die leuchten so schön im Grün. Das ist ein Wildschwein. Warum kann das denn nicht? Ich glaube, hier wurde ich mal von gestiegen. Ja! Bitte? Okay. Eli hat mich dann mit der beauftragt, einen Weg zu finden, der Außenwelt von uns zu erzählen. Die Sekte kontrolliert alle Kommunikationswege, ganz zu schweigen von den Brücken, die da rein und raus können. Unsere einzige Chance ist es, rauszufliegen, bevor sie auch noch die Luftwege kontrollieren. Ich habe meine Ausrüstung bei mir. Ich werde heute im Schutze der Nacht aufbrechen. Wünsch mir Glück, Kyle. Kyle hat das Gefühl. Was ist denn mit Kyle? Was ist mit Kyle? Fliegen wir hoch oder gehen wir wo wir gerade im Flugzeug hier sind, fliegen wir hoch. Okay. Ist er noch da? Ja, doch, ja. Ist gut versteckt. Ja. Okay, also am besten mit dem Heli in der Nacht rumfliegen, da sieht man auch die Wolfsgeheuldinger. Besser. Ja. Hat super sich. Okay, halt ciao, Jörg. Bleib schon da. Nein. Nö, warte mal. Egal. Oh. Bleib ein. Jo, ist drin. Das wird lustig. Spiel mir, ich sehe was du nicht siehst. Boom. Achso, ich kann's ja. Ja, gut. Ja, ist ja. Alles Grüne muss mit dem Team. Link. Rechts. Ach so, rechts. Markiert. Ja. Aha, hier ist das Flugzeug. Guck mal. Der hat es wohl nicht weit geschafft. Ist noch alles an mir dran? Ja, das war geil. Wege nicht. Ciao. Huch. Tschüss, oh. Hörg. Was denn? Guck mal. Oh, Hörg? Oh, ja. Ich hatte gedacht, der Küsi hat Hörg umgebracht. Achso, wir müssen den Schlüssel finden. So. Na gut, das ist wesentlich unter Wasser. Ah, schade. Ich hatte gehofft, der bleibt noch stehen. Sah so gut aus. Ich hab Schlüssel gefunden. Das war jetzt einfach. Achso, ich habe ja schon alle Munition. Achso, wollen wir das Flugzeug hier nehmen? Ja, ist doch gut im Schuss. Geht ja noch? Hat auch noch. Weiß gar nicht, was er hat. So, ich will noch ganz kurz meine Vorteilspunkte mal verteilen. Gibt ja wieder ein paar. 19! Boah, das ist mal ein... Ah! Waffensammler. Ich habe immer noch... Toll. Jetzt kann ich erst die vierte Waffe, weil ich es jetzt erst gemerkt habe. Aua, das tut weh. Das tut weh. So, Hörg soll schneller... Hast du auch freigeschaltet, dass wir zwei Gefolgsflöte nehmen können? Oder war das schon weiß von? Hab ich jetzt gerade. Okay. So. Okay. Damit, ja. Wieder kleine Pause. Okay.